So, ich glaube, in Kiel sagt man Moin, ne? Ich komme ja nicht aus Kiel, also hi, ich bin Markus und man sagt ja immer so, das Beste kommt zum Schluss und das ist der letzte Vortrag hier für heute und ich hoffe, dass ich dafür sorgen kann, dass sich bei euch das Warten so ein bisschen gelohnt hat. Genau, heute geht es ein bisschen tatsächlich jetzt ums Programmieren und eigentlich ist das auch ein praktischer Vortrag, also wer Lust hat, Laptop auspacken, das ganze Zeug ist auch auf GitHub, können wir gerne mitmachen. Wie gerade schon in der Vorbesprechung ein bisschen angesprochen, in der Tat, gRPC und Protobuf, da hätte man natürlich jetzt Buzzword-Bingo-mäßig auch sagen können, hier so Microservices und Super-Cloud-Architektur. Aber ich habe mal gedacht, ich konzentriere mich mal auf den technischen Teil, weil ich gerne undogmatisch bin und obwohl ich denke, dass die Technologien ziemlich cool sind, haben sie eben auch ein paar Nachteile. Genau, das ist so der Plan jetzt hier für heute. Also ein bisschen was einzeln was erzählen, was so der Hintergrund ist. Dann die beiden Technologien kurz vorstellen. Und dann gibt es einen Teil, wo wir ein bisschen mit Python unterwegs sind und einen Teil in C++ und das führen wir dann auch praktisch vor. Ne? Also zum Gott der Live-Demos heute Morgen dreimal gebetet. Mal gucken, ob das geklappt hat. Ja, ich habe dann direkt gedacht, ich nutze mal hier die Einführungsfolie, um auch irgendwie zu zeigen, warum es sich vielleicht lohnt, irgendwie mir zuzuhören. Also ne, ich heiße halt Markus und ich arbeite bei einem Automobilhersteller in Wolfsburg und was total wichtig ist, alles, was ich heute erzähle, ist halt meine private Meinung und ja, sollte an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht zu ernst genommen werden, weil ich finde, Informatik ist ein cooler Job und zwischendurch darf man auch mal ein bisschen was lachen. Genau, also hier steht so Chief Technical Officer, das ist so ein Titel, den habe ich mir selber gegeben, weil das genau das ist, was ich gerne mache. Ich gucke in verschiedene Technologien rein und was bei uns halt total wichtig ist, und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt für den Vortrag heute, ich bilde viel aus, also so vom Facharbeiter bis zum Promotionsstudium ist da alles dabei. Und in der Informatik ist es für mich total wichtig, dass alle irgendwie programmieren können. Also auch wenn natürlich die Informatik viel mehr ist als Programmieren, aber am Ende des Tages baut man eben Code oder man betreibt eben Software und diese beiden Sachen sind das, was eben total wichtig ist. Genau, ist alles auf GitHub und wenn jemand Fehler findet, Pull-Requests sind sehr gerne gesehen. Das ist halt das Coole an Open Source. Man sieht jetzt hier auch schon so, Folien machen ist so gar nicht mein Ding. Und das gibt es, wie gesagt, alles auf GitHub, wo es irgendwie ein bisschen spannender ist. Aber vielleicht mal ganz kurz ein paar Sachen zu den Technologien. In dem Umfeld, in dem ich mich bewege und wo wir eben auch ausbilden, haben wir ziemlich viele Sprachen am Start. Also ich mag am liebsten tatsächlich immer noch Java, das ist die Sprache, mit der ich angefangen habe. Und könnte jetzt auch ganz lange erzählen, warum ich Java auch besser finde als die beiden Sprachen, über die ich heute spreche. Aber Meinungen sind ja unterschiedlich, ne? Und insofern muss man auch akzeptieren, dass Leute mit was anderem programmieren. Und was eben dort auch total wichtig ist, jede Sprache hat auch so ihre Schwerpunkte. Also Python haben wir ja heute schon in ein, zwei Vorträgen gehört, das ist halt super gut, wenn man schnell anfangen will. Und sicherlich auch mathematische Sachen sind ziemlich cool. Während C++, und das ist auch einer der Gründe, warum wir darüber heute reden, eben auf Embedded-Geräten nach wie vor eine große Rolle spielt. So, und was eben oft vorkommt, ist, dass man eben Komponenten in verschiedenen Sprachen hat und jetzt muss man ja irgendwie miteinander reden. Und da gibt es natürlich ganz viele Ansätze, wie man das machen kann. Einer ist eben dieser hier, gRPC, es steht, glaube ich, so auch bis sogar für Google Remote Procedure Call. Na, kommt hauptsächlich von Google und das benutzt eben, also das ist eben ein entfernter Methodenaufrufansatz und das benutzt eben Protobuf quasi als das, was man eben durch die Gegend schickt. Vielleicht für diejenigen, die Informatik schon ein bisschen länger machen, Remote Procedure-Konzepte gibt es glaube ich seit den 80ern, vielleicht sogar schon noch länger. Ist jetzt auch nicht wirklich Neues und jeder, der schon mal was von Corba gehört hat, ne, sieht jetzt, okay, es gibt so Zwischensprachen, die irgendwas sprachunabhängig beschreiben und daraus generiere ich den Zielcode. Ist jetzt auch nichts so wahnsinnig Neues, aber das ist eben in der Informatik so, bewährte Konzepte kommen eben immer mal wieder. Genau, so das ist jetzt hier ein Beispiel für Protobuf. Was kann man da machen? Da kann man eben Objekte zusammenbauen und dann kann man eben so typsicher sagen, das ist ein String oder das ist ein Integer. Na, für alle, die aus gemanagten Sprachen kommen, ja, hier muss man auch sagen, dass das ein int32 ist, weil man ja nicht weiß, in was das rausgeneriert wird. Deswegen muss man hier halt ein bisschen genauer sein. Und dann kann man eben nicht nur Datenstrukturen festlegen, also da gibt es eine relativ komplexe Strukturen, die man eben aufbauen kann, auch eben mit Paketen und wie man hier oben mit dem Import auch sehen kann, gibt es dann auch schon viele Dinge, die eben fertig sind. Also wenn ich irgendwie über Timestamps reden will, da kann ich mir da was einbinden und da muss ich das nicht selber erfinden. Auch das ist ja heute in dem einen oder anderen Vortrag schon mal angeklungen. Bevor man was programmiert, einfach mal die Suchmaschine des Vertrauens anschmeißen, weil fast alles, was man denkt, was man erfindet, hat schon mal einer sich angeguckt und insofern lohnt sich das durchaus.
So, und mit Protobuf, und deswegen stehen hier übrigens auch die Nummern dahinter, also wenn man das, ich weiß gar nicht, wo ist mein Mauszeiger hier, fragt sich vielleicht einer, warum muss ich die Nummern reinschreiben? Naja, das, was man hier zusammenbastelt, wird am Ende in ein binäres Format übertragen. Und das bedeutet, das ist im Prinzip so wie beim Arbeitsspeicher, ne? Da steht dann quasi in den Speicherstellen hintereinander weg. Und deswegen muss man auch sagen, als erstes kommt ein Name, dann kommt eine Zahl, dann kommt eine Gleichkommazahl, dann kommt ein Timestamp. Und das braucht man dann, um im Prinzip rauszufinden, wie lang diese Typen sind und in welcher Reihenfolge die da drin stehen. So, das gucken wir uns, wie gesagt, gleich nochmal mit einem Beispiel an. Und wenn man dann eben wissen will, was man damit machen kann, habe ich hier die URL reingepackt. Ja, irgendwie so, wie gesagt, Folien machen ist nicht so mein Ding. So, und dann gibt es eben das Remote Procedure Protokoll. Dann kann man da hier unten da mal sehen, da kann man quasi darauf basierend jetzt Aufrufe zusammenbasteln. Ne? Also in dem Fall habe ich einfach gesagt, ich habe hier mal so eine Methode mir gebaut, da kriegt man dann halt, soll man dann so Metadaten kriegen. Und dann kann man eben nicht nur sagen, es gibt diese Methode, sondern man weiß eben auch, das ist quasi die Signatur, das wird da reingesteckt und das kommt da raus. Und die Grundidee ist, man schreibt im Prinzip einmal hier so einen, quasi einen Vertrag für so eine Schnittstelle. Ne? Das ist auch so ein Wort, was man da nehmen kann, Design by Contract. Also der quasi dieser Vertrag dieser Schnittstelle beschreibt im Prinzip für alle Teilnehmer, was sie da tun können. Das Schöne an der Sache ist, wenn man eine Schnittstelle auf diese Weise beschrieben hat, dann kann man im Prinzip auch nur diese Protodateien veröffentlichen. Und wenn jetzt einer gar keinen Bock auf den Code hat, den ich zum Beispiel jetzt gleich zeigen werde, kann man sich im Prinzip seine eigene Schnittstelle daraus bauen. Kann man eben auch ganz gut benutzen, wenn man mit so verschiedenen Organisationen eben zusammenarbeiten will. Genau, das soweit dazu. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, gRPC benutzt als Transportprotokoll HTTP2. Ich will da jetzt nicht zu viel zu sagen, weil man mit diesem Protokoll alleine auch einen ganzen Vortrag füllen könnte. Ich will aber wenigstens so ein paar grundlegende Begriffe irgendwie loswerden, dass das allen irgendwie klar ist. Also HTTP ist ja irgendwie schon Asbach uralt, also fast so alt wie ich. Und kommt so aus den wüsten 90ern und damals war Bandbreite knapp und viel Software im Vergleich zu heute gab es eben auch noch nicht. Und das ist ein Protokoll, das hat eben keine Verbindung. Ne? Also man stellt wie eine Anfrage, kriegt wie eine Antwort. Und wenn man dann zum Beispiel mal im Browser einfach guckt, eine moderne Webseite aufmacht, wo irgendwie das halbe Internet runtergeladen wird, dann kommt man relativ schnell zu dem Punkt, dass wenn man da jedes Mal eine Verbindung dafür aufmacht und dann vielleicht auch noch Verschlüsselung, also sprich TLS, ne, also HTTPS-Aufrufe dazu macht, ist das super ineffizient, wenn man dann irgendwie so eine ganze Webseite laden will. Und deswegen gibt es schon seit, ich glaube, fast 10 Jahren so verschiedene Ansätze. Ich glaube, Speedy war mal so ein Vorläuferprotokoll, gerade von Google und Microsoft, glaube ich, um das Ganze zusammenzufassen. So, und da gibt es mehrere Grundideen. Das eine ist, dass man halt so ein TCP-Connect vom Client zum Server aufmacht und dann darüber mehrere Anfragen schicken kann. Und dann kann man eben zum Beispiel diese ganzen Teile einer Webseite eben sehr viel schneller runterladen. Das andere ist, es gibt in HTTP2 im Gegensatz zum 1er-Protokoll die Möglichkeit, Daten eben auch binär zu übertragen, also so richtig Kanäle aufzustellen. Also wer da den Unterschied nicht so genau weiß, da, wenn man jetzt so ein klassisches HTTP nimmt, dann ist dann einfach Text drin, was man als Mensch lesen kann und binär ist dann eben so schön kompakt alles direkt auf Bits runtergebrochen. Genau, und was halt ziemlich cool ist, ich komme eigentlich aus der Infrastruktur und weniger aus dem Programmieren. Das merkt man an der einen Stelle auch. Man kann halt auf der Basis von HTTP2 eine ganze Reihe von weiteren Protokollen bauen, was insofern cool ist, wenn man den Transport-Layer oder die HTTP-Layer mal im Griff hat, dann macht man den Leuten, die für Infrastruktur zuständig sind, das Leben sehr viel einfacher. Weil zum Beispiel für HTTP ist klar, wie baue ich Proxys dazwischen, wie leite ich was um, wie terminiere ich vielleicht irgendwo eine Verschlüsselung, solche Geschichten. Gleichwohl muss man gerade bei gRPC sagen, was eben auf HTTP2 basiert, da gibt es so in den diversen Cloud-Umgebungen großen Spaß, weil die Load-Balancer das theoretisch alle können sollten und wenn man dann praktisch drauf guckt, muss man halt doch wieder dran rumfummeln. Also das nur so als Vorwarnung, also wer jetzt irgendwie zum Cloud-Betreiber seiner Wahl geht und glaubt, der kann jetzt einfach so gRPC machen, gibt es immer mal wieder lustige Erlebnisse. Genau, das Beispiel, was ich gleich zeigen werde, gibt es wie gesagt auf GitHub. Vielleicht auch nochmal an der Stelle, weil ich viel mit Studenten arbeite oder mit Studis. Also Code wird sofort unter Git gestellt und nicht erst, wenn der perfekt ist. Das ist so ein Thema, was ich gerade mit Studierenden aus den Ingenieurswissenschaften habe, die dann immer der Meinung sind, oder gesagt bekommen, man darf Code erst dann committen, wenn er irgendwie perfekt ist. Und das ist natürlich großer Unsinn, weil Software ist Evolution und jede Iteration sollte halt online gehen. Die zweite Sache, die ich euch auch ein bisschen zeigen möchte, bevor ich in das eigentliche Beispiel reinspringe, ist die API, die ich mir hier zum Vorbild genommen habe. Das ist aus Schweden und die heißt
Da gibt es eine Organisation, die heißt Trafikwerket, und die kümmern sich um alles, was irgendwie mit Mobilität zu tun hat. Also viel Autobahnen, Eisenbahnen, Fähren. Und man kann halt unfassbar viel Daten da abgreifen. Und weil wir ja hier eine Open-Source-Konferenz sind, habe ich gedacht, gucken wir da auf jeden Fall mal gleich rein. So, jetzt gucke ich mal, ob aus dem Kabel wirklich Internet kommt. Weil dann müsste jetzt nämlich nur eine Seite aufgeben. Genau. Und was da irgendwie extrem cool ist, ist, also ja, das ist jetzt Schwedisch, aber wenn man mal in die Datentypen reinguckt, ne, die sind netterweise alle Englisch. Das heißt, gerade wenn man so Deutscher ist, so das halbwegs das Wichtigste beim Schwedischen kriegt man auch zusammengelesen. Und dann kann man eben diese API nutzen. Wer Bock darauf hat, das zu machen, also da kann man so Abfahrtzeiten von Fähren sich angucken, und ich bastel da auch gerade an ein paar Sachen rum, wenn man nämlich irgendwie durch Schweden mal zum Beispiel Urlaub macht und dann so die ganzen Fährenzeiten so quasi sich vorher holt, dann kann man da irgendwie etwas mehr aus dem Urlaub rausholen. Wer von euch da Interesse dran hat, muss darauf achten, die benutzen in Schweden ein eigenes Geokoordinatensystem. Und das hat was damit zu tun, dass das Gauss-Krüger-System, was ja hier dahinter steckt, ne, also das ist das, was so GPS eben macht, weil die Erde ja eine Kugel ist, ne, dann wird das halt im Norden halt immer enger und dann hat man halt immer mehr Abweichungen. Deswegen haben die sich da ein eigenes Format überlegt, und ab einem gewissen Breitengrad ist es sinnvoller, das zu benutzen, weil dann stimmt halt die Karte auch zur Gegend, ne, also je nachdem, wie man das sieht. Genau, also das ist die API, der Link ist in den Folien, die lade ich dann auch hoch. Lohnt sich mal rumzustöbern, und vielleicht an der Stelle ein kleiner politischer Hinweis: Ich wünschte mir so etwas auch in unserem Lande. Das würde, glaube ich, sehr viel schöne Applikationen ermöglichen. Genau, so, das ist hier jetzt das Repo dazu. Genau, also wir gucken uns jetzt zwei Teile an, also einmal einen kleinen Python-Teil und einen kleinen C++-Teil. Genau, was halt mir total wichtig ist, ist, dass es ein Ausbildungsrepo, also die Grundidee war eben zu sagen, wie kriege ich sowas hin, und deswegen werde ich da jetzt nicht so viel über die nächste Zeit im Prinzip Energie reinstecken, jetzt die Funktionalität irgendwie besonders sophisticated zu machen. Es ist mehr die Frage, könnt ihr das alles nachvollziehen, kann man das eben bauen. So, dann kümmern wir uns mal zunächst mal um den Python-Teil. Ja, ich habe halt gemerkt, dass ich auf dem Laptop noch gar nicht dieses coole Icon-Set hier eingefügt habe bei VSCode. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht als uncool irgendwie rüberkomme. Das muss man natürlich eigentlich machen. So, genau, also wie funktioniert der, im Prinzip die ganze Geschichte? Zunächst mal hier, achso, für den ganzen Kram gibt es natürlich Plugins für VSCode. Ich glaube auch für sämtlichste IDEs gibt es das vermutlich. Ich selber benutze halt Vim und VSCode und bin damit auch glücklich. Also wer was anderes nutzt, gibt es mit Sicherheit auch. So, hier ist das Beispiel, was wir eben gerade schon mal hatten. Ne? Also da kann man halt hier schön reingehen und kriegt halt auch diese ganze Unterstützung hier. Also rafft auch hier, dass man das irgendwie eingebunden hat. Genau, und jetzt nimmt man das im Prinzip her und generiert daraus Code. Und an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz nochmal ein Hinweis. Ich weiß, es ist jetzt total klein, aber liebe Leute, benutzt Tmux. Mit Tmux kann man halt innerhalb einer Shell so mehrere Subshells aufmachen und kann dann zum Beispiel hier sich so einen Server aufmachen und gleichzeitig einen Client, und oben lässt man irgendwie einen Bildjob noch laufen. Das ist ziemlich cool. Und gerade wenn man auf Servern irgendwie arbeitet oder auf Workstations, die man nicht abschaltet, ist das total cool, weil man sich wieder einloggen kann und hat im Prinzip seine Working Session da noch am Start. Weil ich euch jetzt allerdings nicht irgendwie in die Kurzsichtigkeit reinprügeln will, habe ich nochmal Shells hier aufgemacht, wo das alles ein bisschen größer ist. Genau, so, und das Erste, was halt wichtig ist, ist, in der Python-Welt gibt es halt so ein lustiges gRPC-Tool, das man irgendwie installieren kann über pip. Also das ist dann alles auch hier schön dokumentiert, habe ich irgendwie alles mit eingetragen, ne? Also dass man das irgendwie nachvollziehen kann. So, wenn man das dann laufen lässt, dann kommen halt so Dateien raus, die schauen dann im Prinzip so aus. Wer schon mal mit Code-Generatoren gearbeitet hat, weiß, generierter Code ist schrecklich. Ne? Also ist irgendwie hier relativ wenig. Das ist jetzt der Teil, der sich im Prinzip um die, also Datenstrukturen in Python ist natürlich lustig, weil ist ja dynamisch typisiert, insofern wird da jetzt nicht allzu viel dabei rauskommen. Das sieht bei C++ gleich ganz anders aus. Und das ist jetzt der Teil, der sich um den gRPC-Teil kümmert. Was halt sehr cool ist, ist, der generiert auch relativ viel Zeug schon, um eben einen eigenen Server aufzumachen. Ich muss gleich dazu sagen, ich bin weder in Python noch in C++ so gut, dass ich sowas wie nebenläufige Programmierung da gut hinkriege. Das ist zugegebenermaßen ja auch mit einer der komplexesten Teile beim Programmieren. Also wenn jemand jetzt sagt, oh, das ist aber ziemlich straightforward, was du da machst in deinem Repo, nochmal, Pull-Requests sind gern gesehen. Gerne an der Stelle dann auch mit guten Erklärungen, damit ich da auch ein bisschen was dazu lerne. Genau, und hier sieht man das Ganze jetzt, wie funktioniert das, ne? Also es gibt hier so einen lustigen Stub, den man da aufbauen kann, und dann hier in dem Fall haben wir halt diese eine Methode definiert,
Und dann sieht man auch, wenn man in den Protobuf-Dateien schön kommentiert, dann wird das hier entsprechend mit übernommen. Was Kommentare übrigens betrifft, weil auch das immer mal wieder gerade von Leuten, die eher in die Informatik so als Quereinsteiger reinkommen, empfehle ich sehr, sehr gerne das Buch Clean Code, wo ja, finde ich, gut rausgearbeitet ist, ne? Also Kommentare genauso wenig wie notwendig sind. Eigentlich sollte man sich bei seinem eigenen Code lieber hinterfragen, kann ich das nicht auch verstehen ohne einen Kommentar? Denn Kommentare lügen halt, weil sie eben typischerweise da nicht mitgepflegt werden. So, und hier ist das halt so, dass er im Prinzip die eine Methode, die wir jetzt in der Protobuf-Datei drin hatten, in der Service-Definition, im Prinzip reinpackt und dann sagt, nee, das Ding ist aber nicht implementiert. Ja, dann kann man den Server irgendwie hochfahren, dann tut er irgendwas. Genau, und dann gibt es noch einen Haufen anderes Zeugs hier. Also wie gesagt, wird sehr viel Code generiert. Aber im Vergleich zu C++ ist es ziemlich wenig. So, und dann gucken wir uns mal den Sample-Server an. Der ist dann angenehm klein. Gibt es irgendwie sowas wie ein Vollbild? Nee, ne? Machen wir das mal rüber hier. Und was kann man dann machen? Naja, man kann halt hingehen und sich genau diesen unimplemented, dieses unimplemented Klasse, die können wir jetzt hier einfach überschreiben. Ja, und dann bin ich halt hingegangen und habe das, was da mitgeschickt wird in dem Request, einfach nur ausgegeben und ansonsten alles schon irgendwie ignoriert. Und dann habe ich irgendwie zwei so eine Antwortobjekte zusammengebastelt. Das sieht man dann eben auch hier, ne? Da hat man dann entsprechend die Objekte. Die kann man einfach benutzen und instanzieren und dann packe ich das ein und dann wird das rausgeschickt. Wir gucken uns gleich auch nochmal mit Wireshark an, was dann da tatsächlich über einen Ether geht, in der Hoffnung, dass das alles funktioniert. Genau, und dann macht man halt sowas hier, vielleicht an der Stelle nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also normalerweise sagt man ja immer, don't try this at home, hier gilt, try this only at home, ne? Also ungesicherte Kommunikation ist halt total schlecht. Was hier halt schon ganz Gutes ist, man kann im Prinzip das ganze TLS-Geraffel hier mit einbauen. Also alles, was so auch das HTTP-Protokoll im Prinzip hergibt, kann man hier halt mit nutzen. Habe ich jetzt für das Beispiel weggelassen, weil das vielleicht eine unnötige Komplexität mit reinbringt. Werde ich aber in einem zweiten Ordner in dem Repo noch nachbauen, weil auch das natürlich total wichtig ist. Wir hatten ja hier gerade vorher einen schönen Vortrag zu SSH und also unverschlüsselte Kommunikation ist ein absolutes No-Go, sollte man eigentlich gar nicht machen. Genau, und dann wartet der eben hier entsprechend auf Anfragen und dann schickt er das mal los. Vielleicht, damit wir das hier irgendwie nochmal sehen, habe ich dann auch nochmal so einen kleinen Client in Python geschrieben und der ist dann im Prinzip ganz trivial. Ja, da holt man sich dann auch hier im Prinzip die Bibliotheken einfach rein. Die generierten Bibliotheken redet dann irgendwie mit seinem eigenen Rechner auf diesem schönen Port, ja, baut irgendwie so eine Anfrage hier zusammen. Das ist alles in Python total trivial, weil natürlich, wie gesagt, die Typisierung simpel ist. Dafür machen die im Hintergrund laufenden Bibliotheken relativ viel Zeugs, um daraus dann entsprechend die Protobuf-Objekte zu bauen. Genau, und dann habe ich jetzt hier einfach mal, damit man ein bisschen was sieht, schicke ich das irgendwie 15 Mal ab mit einer kleinen Verzögerung. Genau, so, und das können wir jetzt mal kurz machen hier. So, habe ich den Server eigentlich schon gestartet? Das ist der C++-Teil. Ja, also hier, ne, einfach Python 3 Sample-Server, total simpel. Und dann lassen wir den mal laufen hier und dann kann man halt sehen, jo, da wird irgendwie was aufgerufen. Ich werde das gleich noch benutzen, um wie gesagt, bis dann nochmal mit Wireshark da reinzugucken. Also er ist jetzt natürlich jetzt nicht so der Brüller, was man jetzt hier als Ausgabe sieht, aber im Hintergrund passiert da natürlich schon relativ viel Magie, um im Prinzip aus dem relativ systemfern Hochsprachenzeugs eben Bits und Bytes zu machen, um das relativ elegant über den Ether zu schieben. Genau. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich hoffe, ich schocke jetzt keine Python-Liebhaber, die irgendwie zuhören. Viel von den Vorteilen von Python kommt ja, weil sehr viel C++-Bibliotheken da eingebunden werden. Ne? Und das war auch einer der Gründe, warum man sagt, diese Brücke wollte ich mir mal angucken. Genau, ich hoffe, dass das soweit irgendwie alles klar ist, weil dann machen wir jetzt mal den einfachen Teil zu. Wie gesagt, Python ist da relativ trivial. Und jetzt gucken wir uns mal den C++-Teil an. Wer das Repo sich anguckt, wird feststellen, dass die Protodatei da nochmal drin liegt. Das liegt einfach daran, weil ich diesen blöden im Prinzip Proto-C-Compiler nichts im Laufen gekriegt habe, wenn der eine Ebene höher liegt. Und das ist auch schon so eine dieser Geschichten. Bei C++ ist halt die... Also wenn man aus so einer Java-Welt kommt, wo man einfach Maven Package sagt, dann wird alles runtergeladen, zusammengebaut und das funktioniert schon relativ gut, weil im Grunde jeder, der bis 3 zeilen kann in der Java-Welt, benutzt irgendein Dependency-Management und macht das eben nicht mehr händisch.
Und das ist aber in der C++-Welt nicht so. Ich habe hier so eine kleine Build-SH mit reingepackt. Also wer keine Lust hat, das auf der Kommandozeile zu machen, der kann das hier entsprechend nachvollziehen. So, und dann gucken wir uns mal den Ordner an. Und da gibt es halt zunächst mal eben Conan. Das hatte ich vorher schon gesagt, eigentlich ist das ein Conan-Vortrag. Warum? Conan gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, 5, 6 Jahre oder so ist das so ein bisschen größer. Davor eher was Experimentelles. Und das ist ein Dependency-Management-System für C++. Ich weiß nicht, ob es auch für C geht, aber auf jeden Fall für C++. Und was man halt hier einfach machen kann, ist, und das ist einfach total göttlich, weil man einfach sagen kann, ich brauche hier so einen Protobuf und so einen gRPC, lad mir das mal runter. Und wie wir im Prinzip ja eigentlich auch bei Rust schon gehört haben, bei C++ ist es immer so, ich kompile da keinen Zwischencode raus, sondern es muss auf dem Betriebssystem, auf dem ich unterwegs bin, auch laufen. Und deswegen kann man hier im Prinzip, also es gibt auch fertige Binaries, was sehr cool ist, weil dann kann man halt relativ schnell irgendwie arbeiten. Man kann aber auch sich das Ganze im Prinzip von Grund auf bauen lassen. Und dann sieht das so aus. Genau, das lasse ich jetzt nicht laufen, weil wir auch noch fertig werden wollen. Ist jetzt natürlich mit den zwei Dependencies auch noch relativ simpel. Man muss halt wissen, da werden natürlich die Dependencies der Dependencies auch mit runtergeladen. Ne? Also das heißt, das wird halt schon mal schnell größer. Und ich sage mal so als Scherz, in JavaScript wird mit sowas wie NPM das Internet runtergeladen. Ne? Und in C++ passiert das mit Conan auch, aber das wird auch noch kompiliert. Deswegen dauert das halt ein bisschen länger. Und das ist aber total cool, weil man ähnlich wie eben auch in so einem Rust-Ökosystem kriegst du dann halt für das Betriebssystem, für das Zielsystem im Prinzip fertig kompilierten Code. Genau, und dann kann man das im Hintergrund laufen lassen, dann lädt er das runter. Vielleicht nochmal ganz kurz, dass das alle mal gesehen haben, mache ich noch ein bisschen größer. Genau, .conan und unter Data liegt das dann. Ja, und dann werden jetzt hier im Prinzip die ganzen Bibliotheken runtergeladen. Ne? Auf meiner Workstation zu Hause liegt jetzt hier das halbe Internet. Hier ist es jetzt im Prinzip nur das, was man hier für das Beispiel braucht. Und dann können wir mal in irgendwas hier so reingehen. Und dann, das halt auch cool ist, ist das ganze Thema Versionsmanagement. Ne? Also das ist ja auch so ein Klassiker. Auch das mag jetzt Leuten, die gerne algorithmisch programmieren, als ein total triviales Problem erscheinen. Aber wenn man Software wirklich langfristig wartbar haben will, ist das Thema Versionsmanagement absolut wichtig. Also es kann der Unterschied zwischen Leben und Tod sein. Kann auch relativ schnell viel werden. Ich weiß gar nicht, wie viel das hier inzwischen ist. Bin gar nicht mehr gewohnt, auf Laptop-Tastaturen zu arbeiten. Ja, wie man sieht, ne, das ist halt ein bisschen mehr, was da runtergeladen wird. Genau, so, und dann lassen wir das mal laufen. Also als erstes sagt man dann im Prinzip Conan, holen wir mal die ganzen Dependencies runter. Und eine Sache, die ich gerade erst entdeckt habe, ist, wenn da irgendwie Binaries drin sind, wie zum Beispiel dieser Proto-C-Compiler, dann kann man sich die quasi da hinterher auch schon rausfischen und in einen extra Ordner packen. Und das bringt uns direkt zum nächsten schönen Tool, wo man auch merkt, das hat auch schon länger Zeitwissen auf dem Buckel, nämlich CMake. Das sieht so aus, das werde ich jetzt heute nur ganz, ganz oberflächlich erklären. Auch das ist ein Thema, wofür ich dieses Repo im Prinzip benutzen will, um im Prinzip Schritt für Schritt einzuführen, wie baut man diese Dinge. Wie gesagt, alle, die irgendwie tolle C++-Hacker sind, das ist nicht für euch, sondern das ist halt für Studis, die so im ersten, zweiten Semester sind oder Azubis, die sowas lernen sollen. Genau, weil es gibt nämlich eine kleine Problematik und wenn da jemand eine gute Lösung für hat, bin ich sehr dankbar. Man braucht halt in C++ halt einen Proto-C-Compiler und wenn wir da mal kurz in die generierten Dateien reinschauen, die liegen dann nämlich hier. Hier war jetzt, glaube ich, es nicht drin. Wo war die Versionsnummer? Wer sieht sie? Hä? Eigentlich war doch hier irgendwo hart verdrahtet die Versionsnummer von dem... muss ich nochmal raussuchen, wo das liegt. Oder ist das... das sind C++-Dateien drin, glaube ich, ne? Auch nicht. Muss man mal gucken, woran das liegt. Weil, also dieser Proto-C-Compiler hat halt eine Versionsnummer. Ja? Und wie man eben hier sieht, ist das eben hart verdrahtet. Und ich habe jetzt keine bessere Lösung gefunden, bis ich gesehen habe, dass es das hier geht, dass ich im Prinzip den Proto-C-Compiler, der in der Dependency netterweise schon mit drin ist, eben genutzt wird. Wenn man nämlich in seinem Linux gRPC installiert hat, dann nimmt der halt das Binary. Und wenn das eine andere Versionsnummer hat, und selbst wenn das nur die letzte Versionsnummer anders ist, weigert sich der C++-Compiler, das zu kompilieren. Auch das ist halt einfach super nervig. Aber das muss man halt auf der Ebene wissen. In C++ macht man einfach alles zu Fuß. Das ist halt ein sehr mächtiges Tool, aber man muss halt damit umgehen können. Genau. Was dann halt sehr cool ist, ist, man kann dann halt einfach hingehen und sagen, das, was mir Conan generiert hat, und das ist einiges, gucke ich jetzt nicht rein, aber ziemlich viel Zeugs, das kann man eben entsprechend hier in CMake mit reinholen. Ja, dann baut man sich so ganz viele
Sachen irgendwie schon zusammen und dann hier unten geht so das Übliche ab, was man da eben macht, dass man sagt, hier, da liegt eben, das ist der Unterschied jetzt auch zu dem Python-Teil, hier liegt so eine Proto-Datei und dann bringt im Prinzip das, die Kronen-Dependency, die ich mir hier oben reingezogen habe, hier, die hier, die bringt mir im Prinzip den Proto-C-Compiler schon mit und die erzeugt hier einmal C++-Code für die Objekte und die ganzen Strukturen und dann eben hier für C++, für die gRPC-Teil, der die Services enthält. Naja, und dann habe ich halt hier noch zwei Dateien gebaut, die zeige ich gleich, wo dann mein eigener Code mit drin ist. Und dann sage ich, ich hätte gerne ein Binary, das heißt irgendwie Sample, und da kommt eben das hier rein, das ist so eine Main, die unvermeidliche Main-Methode. Und dann das ganze Zeug, was er generiert hat, und im Prinzip hier dann auch meine eigenen Sourcen. Und dann muss man nochmal am Ende die runtergeladenen Dependencies entsprechend hart reinlinken. Vielleicht auch so ein Klassiker in C++, man kann das sehr wohl kompilieren und trotzdem nicht in der Lage sein zu linken. Ja, auch deswegen habe ich das in die README mit reingeschrieben, ne? Also hier ist auch irgendwie ganz wichtig, dass man in der, hier unter Punkt Conan Profiles Default liegt so eine Datei, wo so ein paar Standardeinstellungen sind, dass man auch sagt, hier bitte diesen C++-Standard benutzen, weil ansonsten hat man das Problem, dass die runtergeladenen Dependencies mit einem anderen Standard kompiliert werden, als das, was man selber macht. Und dann kann man witzigerweise alles kompilieren, aber nicht mehr linken. Auch hier ist so ein Punkt, das ist so ein Problem, was so gemanagte Sprachen einfach nicht haben, weil man da ja alles irgendwie in so Bytecode rausgeneriert, der universell ist. Hier muss eben jedes Bit stimmen. Genau, wenn man das dann gemacht hat, dann führe ich das mal ganz kurz vor hier. Also ich werde gleich auch noch kompilieren, aber ich mache erstmal das Beispiel, ne, um sicher zu gehen. Ja, und auch dann hier kann man halt sehen, wo war der Server? Da. Ja, genau. Habe ich das eben aufgerufen. So, und dann gucken wir noch ganz kurz rein, was macht dieses Ding. Also vielleicht ganz kurz der Vollständigkeit halber die Main noch, die ist uninteressant. Also hier einfach mein Sample-Client irgendwie mit eingebunden, ein bisschen mit Namespaces rumgemacht und dann einfach hier ein Objekt instanziert und eine Methode aufgerufen. Wie gesagt, das Ziel ist hier nicht unbedingt sophisticated C++-Code zu schreiben, sondern eher zu erklären, wie man das ganze Zeug zusammenbaut. Genau, und dann kann man halt hier, was halt auch ziemlich cool ist, weil der VS Code hier, der rafft irgendwie diesen ganzen CMake-Kram, der da von Kunden generiert worden ist, und der kann das hier alles auflösen. Auch das muss ich mal zwischendurch sagen, dass sowas inzwischen als Open Source zur Verfügung steht, wenn man sich einfach mal überlegt, wie viele Tools da im Hintergrund gut zusammen funktionieren müssen, dass der mir hier irgendwelche Typen auflösen kann. Wir leben einfach in großartigen Zeiten, ne? Also dass sowas funktioniert, ist schon nämlich ziemlich cool. Genau, da muss man seine eigenen Header irgendwie einbinden. Dann habe ich hier irgendwie noch, das ist auch noch ganz wichtig, das, was wir vorhin in dieser Protobuf-Datei gesehen haben als Typ, muss ich natürlich auch einbinden, damit ich irgendwie mit dem Zeitstempel umgehen kann. Naja, und dann binde ich das generierte Zeugs noch ein. Da gucken wir auch gleich nur ganz kurz rein, um uns ein bisschen zu gruseln, weil das ist noch schlimmer als in Python. Genau, und dann hier wieder mit Namespaces arbeiten. Also wer jetzt nicht mit C++ vertraut ist, in C++ gibt es so viele Konzepte, mit denen man arbeiten kann, dass es extrem schwer ist, wirklich einheitlichen Code zu schreiben. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und deswegen zum Beispiel die Frage, ob ich jetzt mit Namespaces die nur so einbinde oder hier direkt schon irgendein Objekt, das ist an vielen Stellen eben auch Geschmackssache. So, und dann machen wir im Prinzip genau das Gleiche wie eben in Python, dass ich eben sage, hier, ich baue so einen Insecure-Channel auf. Ich hoffe, dass das, wie gesagt, groß genug ist. Wenn nicht, einfach zwischenrufen. Ganz wichtig, hier kann man natürlich auch einen Secure-Channel aufbauen und dann muss man die TLS-Zertifikate mit reinziehen und gegebenenfalls Authentifizierung noch machen. Naja, und dann bastelt man sich hier so einen Stub zusammen. Das ist halt das Ding. Ich finde es übrigens auch lustig, dass das seit 40 Jahren irgendwie Stub heißt. Also zu Korba-Zeiten hieß das auch schon Stub, also sehr witzig. Scheinen wie die gleichen Leute erfunden zu haben. Genau, dann baut man sich so, zusammen mit dem Channel so ein Ding auf und dann gibt es halt einen entsprechenden Kontext. Und dann kann man hier einfach so einen Request zusammenbauen. Ich war jetzt zu faul und habe jetzt hier jetzt die Werte von dem Request nicht gesetzt, weil mein Sample-Dienst ja damit eh nichts anfängt. Das müsste ich jetzt natürlich hier noch machen, die entsprechenden Felder zu setzen. Und dann ruft man den Stub eben auf, ne? Ganz wichtig, auch das ist hier so ein Beispiel, wo ich noch ein bisschen Doku nachliefern werde, ist, na, in C++ gibt es ja etliche Varianten, wie man mit Zeigern arbeiten kann, ne? Also eine Standard-Pointer-Geschichte wie das hier oder diese Unique-Pointer-Geschichte hat man ja eingebaut und dann gibt es inzwischen auch Referenzen und das will ich ja alles mal ein bisschen auseinanderklambüsern, das kommt hier dann Schritt für Schritt noch rein. Ja, dann ruft man das Ding einfach auf, hier natürlich auch alles schön hart hintereinander, nichts irgendwie mit Nebenläufigkeit oder so, ist ja nur ein Beispiel. Warte ich also, bis die Antwort da ist. Wer sich noch nicht so mit C++ auskennt, inzwischen gibt es ja auch sowas, wobei ich mit mir selber noch nicht ganz im Reinen bin, ob ich das gut finden soll, weil hier versucht jetzt der Compiler selber rauszufinden, was das für ein Typ ist.
Und dann sitzt man halt davor und denkt sich, was ist das für ein Typ? Und dann eigentlich ist es besser, wenn man es daneben schreibt. Also da gibt es halt, finde ich, auch gute Pro- und Kontra-Argumente, warum man in einer typisierten Sprache eigentlich das durchaus ein Problem sein kann. Naja, und dann iteriert man jetzt hier halt durch und auch hier muss man halt wieder sehen, ne, so dieses ganze Einbinden der Objekte ist halt, so sieht es eben C++ aus. Ne? Und dann hat man hier so einen Iterator, auch das mal so ein kleines Beispiel, wie man da durchkommt. Und dann kriege ich meine Daten zurück und dann ballere ich das hier entsprechend wieder raus. Genau, und das hatten wir ja eben schon mal gesehen. Und dann kriegen wir das hier zurück und dann funktioniert das. So, jetzt gucke ich kurz mal auf meinen Spickzettel. Den hatte ich mir noch gemacht hier, ob ich alles vergessen habe. Naja, aber ich glaube, das war jetzt soweit alles, was man so unbedingt braucht. Ja, genau, dann vielleicht gucken wir mal kurz auf die Uhr. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Jetzt können wir ja nochmal das Ding hier mit Python aufbauen. Genau, also wer das noch nicht kennt, auch das ist ein Open Source Tool, ist jetzt wahrscheinlich super klein, aber ich will es nur ganz, ganz kurz irgendwie anreißen. Einer der Gründe, warum ich gerne Linux benutze, ist, weil das lokale Device ein echtes Netzwerk-Device ist und man kann es halt genauso ablauschen wie alles andere auch. Und dann kann man halt hier sich so Filter basteln. So, und dann lauschen wir eben auf diesen Port und dann hoch. Wer das auch nicht kennen sollte und nur Windows kennt, ne, mehrere Desktops ist natürlich in Linux alles eingebaut und ist gerade fürs Programmieren natürlich herrlich gut. So, jetzt lassen wir das Ding nochmal laufen und der macht jetzt hier fröhlich seine Anfragen. Ja, und dann sieht man halt entsprechend hier, was durch die Gegend läuft. Was ein bisschen schade ist, es gibt eigentlich für Wireshark eine Möglichkeit, die Protodateien zu hinterlegen und dann kann der das dekodieren. Das habe ich jetzt irgendwie auf dem Rechner noch nicht zum Laufen gekriegt. Und deswegen kann ich jetzt hier einfach nur mit Follow TCP streamen. Also das nur als ganz kurzes Beispiel. Also dass das Zeug, was hier jetzt über den Ether geht und dass man das nicht lesen kann, für die, die es jetzt sehr oberflächlich mögen, ist genau der Grund, dass das eben binär übertragen wird und nicht mit normalen Textkodierungen. Und da kann man eben nachvollziehen, was eben hier rüberläuft. Wenn man die Protodatei eingebunden hat, dann bastelt er dann das als Objekte auseinander aus, irgendwie auch inzwischen ziemlich mächtig ist. Genau, so, dann zum Abschluss noch vielleicht irgendwie so zwei, drei Punkte. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das hier richtig mache. Genau. JPC ist cool. In dem Arbeitsumfeld, in dem ich unterwegs bin, benutzen wir es an ganz vielen Stellen. Es gibt halt momentan unter diesem Buzzword-Bingo-Wort Microservices so die Idee, dass es irgendwie cool ist, dass jeder seine eigene Programmiersprache benutzt. Wenn man ein bisschen länger sich mit Software kümmert, dann finde ich das ehrlich gesagt eher ein Nachteil, weil das bedeutet, wenn der Entwickler oder die Entwicklerin geht, die eben jetzt diese Sprache mag und kein anderer sie kann, dann ist man aber ganz schön aufgeschmissen. Deswegen ist das eigentlich eher, finde ich, gar nicht so ein großer Vorteil. Also, was HTTP/2 eben mitbringt, ist, man hat eben feste Kanäle, was ein großer Vorteil ist, wenn man zum Beispiel Binärdaten übertragen will. Also sowas wie Sensordaten, Audio-Informationen, Video-Informationen, Bilder und so Zeugs, das geht halt mit JPC rasend schnell. Trotz der Tatsache, dass man da sowas wie HTTP nimmt, was ja schon ein relativ komplexes Protokoll ist, wenn man mal sich einfachere Sachen anguckt. Und das ist halt total schnell und nutzt halt Ressourcen sehr effizient aus. Jetzt muss man auf die andere Seite gucken, da steht da eben, dass dieser feste Kanal auch ein Nachteil ist. Naja, kann man sich natürlich überlegen, wenn ich den Kanal nie zumache, also die Älteren werden sich erinnern, ne, Telekommunikation gab es früher so Leitungsvermittlung versus Paketvermittlung. Also normalerweise sagt man ja bei so einem HTTP-Protokoll, es gibt halt so einen Burst von Anfragen und dann ist der Server wieder frei und dann kommt der nächste Burst von Anfragen. Und wenn man das so ein bisschen statistisch verteilt, kann man halt sehr viele Anfragen verarbeiten. Wenn ich jetzt aber diesen Kanal immer fest blockiert habe und ich weiß, pro CPU-Kern kann ich so und so viele Kanäle offen halten, dann ist der halt weg. Das heißt, oberhalb gewisser Grenzen kann ich eben nicht skalieren. Das muss man immer wissen. Es gibt halt keine Technologie, die eben nur Vorteile hat. Genau, was halt ziemlich cool ist, ist, man kann eben sprachübergreifend ganz gut arbeiten. Und die Definition ist eben auch typsicher in den jeweiligen Sprachen. Das ist ziemlich cool. Und wenn man da ein bisschen Zeit investiert, dann kann man da auch ein schönes Niveau erreichen, wo eben die Schnittstelle so gut designt ist, dass selbst Devs, die eben nur die Protodateien kennen, trotzdem kompatibel sind zu dem Dienst, den man da eben irgendwie anbietet. Genau, das Thema binäre Übertragung habe ich wieder bei Vor- und Nachteilen hingestellt. Binäre Übertragung, Vorteil, rasend schnell, gerade für Typen, wie gesagt, gerade bei Bildern geht das einfach super, super schnell. Nachteil ist halt überhaupt nicht menschenlesbar, ne? Also wenn man, also diese Umwandlung in der Textkodierung kostet natürlich ein bisschen Speicherplatz und CPU-Zeit. Dafür kannst du als Mensch eben zugucken, ne? Also wenn man im Browser mal auf F12 guckt, das kann man alles wunderbar sehen, oder mit Wireshark. Ist eben auch ein Nachteil. Andersrum ist auch das Beispiel Wireshark wieder so, wenn man die Protodatei eingebunden hat,
übersetzt er das ja für einen und dann ist man da im Prinzip wieder dabei. Genau, das Thema Typsicherheit habe ich auch als Vor- und Nachteil reingeschrieben. Der Vorteil ist offenkundig, es ist eine exakte Schnittstelle, es ist klar, was zu tun ist, keine Probleme. Wenn man jetzt aber, und ich habe ja viel mit Studis zu tun, die ganz frisch reinkommen, ne, und das, was sie da zum ersten Mal tun, so für die super neue Erfindung irgendwie halten. Wenn man so gerade in diesem JavaScript-Umfeld unterwegs ist und sowas wie JSON-Schnittstellen gibt, wo man einfach sehr einfach was erweitern kann und das, was du nicht kennst, das ignorierst du einfach. Das kann man hier halt vergessen. Hier kommt das über den Äther mit, als erstes steht immer der int32, dann kommt der Timestamp, der so lang ist und dann kommt halt der String, der so lang ist. Und das kann man halt nicht einfach so ad hoc ändern. Dafür muss man dann nämlich, und das ist auch durchaus ein weiterer Nachteil, wenn ich jetzt diese Proto-Datei ändere, muss ich an allen beteiligten Stellen das entsprechend reflektieren und bei den kompilierten Sprachen auch entsprechend neu kompilieren. Ne, das geht halt in anderen eher losen Kopplungen ein bisschen einfacher. Aber das ist eben so ein Trade-off, den man eben machen muss. Genau, und damit habe ich so die Punkte, die ich loswerden wollte, im Prinzip rausgehauen und würde mich jetzt auf die Fragen freuen. Beziehungsweise die lebhafte Diskussion für Technologien, die vielleicht cooler sind. Gibt's Fragen? Ich hätte eine Frage, wie vielleicht zum Beispiel sehen können, wenn die Daten auf so einem Stream unterschiedliche Längen haben können. Kann das Programm handeln? Ja, das ist ein Klassiker. Also gerade wenn wir zwischen Python und Java hin und her bauen, muss man sich da einfach tatsächlich drauf einigen. Da gibt's also das ist auch so ein bisschen die Frage, wenn du sagst, ich will lange Strings übertragen, sollte man eigentlich zurückgehen und fragen, ist String tatsächlich der Datentyp, den du nehmen willst? Da gibt es halt viele Möglichkeiten, das vielleicht ein bisschen effizienter zu machen. Das wäre vielleicht so vom Pattern-mäßig eher die Frage, wenn die Strings zu lange werden, dann vielleicht nochmal in die Schnittstelle reingehen. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo es andere Schnittstellen gibt, die da einfach flexibler sind. Genau. Weitere Fragen? Ist noch jemand im Chat? Im Endeffekt haben wir keine Fragen. Wir haben ausreichend Zeit. Also. Okay, cool. Schock und Tell Essen, ist so ein Ding. Ja, klar, natürlich. Also ich meine, wie ich gerade schon gesagt habe, in allen praktischen Projekten macht man natürlich nicht nur TLS, sondern auch möglichst starke Authentifizierung. Ach so, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Punkt. Und wer da übrigens Bock hat zu helfen, die Python-Bibliothek, die kann leider keine Kontextpfade. Machen wir das kurz nochmal auf. Und was machst du mit Kontextpfaden? Ja, das erkläre ich gleich. Und zwar hier habe ich an der Stelle einen Hostnamen stehen, und ein Port. Und normalerweise unterstützt das HTTP-Protokoll ja dann noch Kontextpfade. Na, also ich kann ja sagen, ich will ein GET auf slash Seiten slash irgendwas. Okay. Ja, genau. Und eigentlich der HTTP-2-Standard, den ich dann auch gelesen habe, der unterstützt das. Aber die Bibliothek, die ich glaube im Wesentlichen Google gebaut hat, die hier benutzt wird, unterstützt das nicht. Und das natürlich, ich weiß nicht, ob ich da zu altmodisch bin. Wenn man heute in Cloud-Umgebungen unterwegs ist, kann man sich ja einfach Subdomains im Dutzend generieren. Ne? Und dann macht man halt für den Endpunkt einfach eine eigene Subdomain. Das Problem an der Geschichte ist, wenn man jetzt 2 oder 3 Schnittstellen anlegen möchte, muss man jetzt jedes Mal eine Subdomain dafür machen. Muss man natürlich auch entsprechend ein Zertifikat dafür generieren. Obwohl man ja eigentlich sagen könnte, Dienst 1, Dienst 2 ist einfach ein Kontextpfad, dann biege ich das halt um. Und ich muss wirklich die Zeit finden, ein paar Leute zusammenzusammeln und da einfach einen Pull-Request für schreiben, der das einfach ändert. Das ist halt ziemlich nervig. Die Frage kurz vielleicht noch zu wiederholen, also wie sieht das ganze Thema TLS und Wireshark aus? Wenn man das debuggen will auf der Ebene, also ich habe das jetzt vor allen Dingen so auch eher zu Lehrzwecken, führe ich das immer wieder vor. Eigentlich kannst du ja, wenn du das programmierst, einfach in deiner IDE entsprechend debuggen. Wenn man aber ein bisschen erklären will, wie der Dienst funktioniert, kannst du natürlich die Zertifikate beider Seiten, wenn du die privaten Zertifikate kannst, auch in Wireshark mit reinpacken und dann wird auch das ausgepackt. Ich wollte sagen, du musst halt im Prinzip Wireshark als Man in the Middle konfigurieren, genau. Was je nach Wireshark-Version nicht gerade trivial ist. Dann musst du Klimmzüge machen. Keine Frage. Man kann natürlich, ich versuche halt immer, wenn ich Dienste erkläre, wenn ich so Protokolle erklären will, sowas vorzuführen, zu gucken, welche Pakete gehen wirklich durch die Gegend, weil das einfach sehr viel schneller dazu führt, zu verstehen, wie das läuft. Für ein praktisches Debugging sind halt die klassischen programmiersprachigen Tools hier viel besser geeignet, weil sie sich auch auf das konzentrieren, was dich interessiert. Weil letzten Endes beide Seiten dieses Protokolls interessieren sich nicht wirklich dafür, wie das eingepackt wird, weil das funktioniert ja einfach.
Ja. Und von daher, vielleicht nochmal bei dem Thema Vor- und Nachteile, das habe ich ganz vergessen. gRPC ist halt eine klassische Client-Server-Idee. Also es gibt halt eine Seite, die bietet Dienste an und eine andere Seite, die ruft sie auf. Und wenn man in so, ne, wenn man dieses Wort eben benutzen will, der Microservices reingeht, merkt man, dass man total oft eigentlich beides macht, also in beide Richtungen. Und dann wird gRPC natürlich relativ schnell auch kompliziert, weil man dann halt Protodateien für die eine Richtung braucht und Protodateien für die andere Richtung. Und dann so Themen wie, was ist denn eigentlich der Request, was ist die Response, wird da natürlich ein bisschen lustig. Das muss man halt gucken und dann auch fragen, ob das die richtige Technologie ist. Aber gerade wenn man so zum Beispiel Embedded-Geräte hat, die dann irgendwas im Backend abliefern, dafür ist das halt eine ziemlich gute Technologie. Genau. Gibt es weitere Fragen? Sind andere Sprachen vorgesehen, außer von C++ und Python? Oder ist das jetzt einfach eine Sprachkombination für diese... Nee. Also kann ich mal gucken. Kann ich gerade mal gucken. Protobuf und gRPC unterstützt ja im Prinzip alles, was bräuchte. Ja, genau. Also, achso, du meinst jetzt mein Repo. Okay, die Frage... Die Frage ist, welche Sprachen werden hier unterstützt? Also grundsätzlich, die Compiler, die machen, glaube ich, 15 Sprachen oder so. Mal gucken, was das ist. Sorry, die Frage zu sich auf deinen Code. Okay, also die Frage war jetzt, was wird mein Repo liefern? Also ich habe jetzt erstmal Python und C++ genommen. Python war das so die erste Sprache ist, die man Programmieranfängern ganz gut an die Hand geben kann. Also da kommt man relativ schnell rein, so ein paar grundlegende Sachen zu lernen. C++ habe ich halt genommen, um gleichzeitig eben das ganze Thema Dependency Management irgendwie zu erklären und wie baue ich ein ordentliches Build-System eben auf. Je nachdem, wie viel ich Zeit ich habe, kommt auf jeden Fall auch noch Java dazu, weil das einfach im Enterprise-Bereich auch noch momentan so der Platzhirsch bei den Sprachen ist. Also wird halt auch noch viel mitgeschrieben. Ja, und die weiteren Sprachen würde ich sagen, wenn einer Lust hat, ne, Pull-Requesting gern gesehen, das Ding ist auf GitHub, MIT-Lizenz, ne, feuerfrei. Also sehr, sehr gerne. Der Punkt ist, wie gesagt, nicht zu zeigen, dass ich irgendwie es hinkriege, in einer Sprache diesen Dienst anzusprechen, sondern wie binde ich die Tools ein, wie generiere ich das, also wie generiere ich den Code, wie baue ich das System übrigens zum Laufen. Das ist so die Kernidee her. Das heißt, es würde nicht reichen, einfach nur ein bisschen Java zum Beispiel reinzukloppen, sondern da ist dann die Frage, gibt es für Maven zum Beispiel eine Erweiterung, mit dem man eben auch Proto-Buff-Compiler aufrufen kann, dass ich das so einbinde, dass im Prinzip das eher triviale Beispiel, um das es hier geht, in ein ordentliches, kompiliertes Zielformat überführen kann und sich dann gerade Leute, die eben das noch lernen und oder studieren, eben da eine Vorlage herholen können, wie sie das bauen. Ich hoffe, ich trete da jetzt wirklich keinem zu nahe. Ich habe halt in vielen akademischen Projekten oft das Problem, dass die Algorithmen genial sind, die Softwaretechnik aber grauenhaft ist. Und man muss halt wissen, wenn man halt aus der Uni dann rausgeht, ist dieser Teil der Softwaretechnik eben der, der das Geld verdient. Oder wenn man auch im Open-Source-Bereich ist, der dafür sorgt, dass so ein Projekt eben am Leben bleibt, weil es eben funktioniert, gerade auch über längere Zeit. Und deswegen ist so dieses Dependency-Management und ein ordentliches Build-Management. Ich werde übrigens in dem Zusammenhang auch nochmal gucken, dass ich einen Docker-Container entweder einen schon nehme, den es gibt, wo dann die ganzen C++-Tools drin sind, sodass man sich das nicht alles auf seinem eigenen Rechner drauf packen muss. Genau, damit das im Prinzip dann alles schon da drin ist. Das ist also der Schwerpunkt. Das heißt, wenn ich weitere Sprachen einführe, muss ich nicht nur mir selber die Zeit nehmen, die Sprache entsprechend so hinzukriegen, dass der Quelltext funktioniert, sondern mir auch ein entsprechendes Bildsystem rauszusuchen. Also ich habe zum Beispiel für ein Computerspiel einiges auch in C-Sharp gemacht, aber das kostet halt einiges an Zeit. Ja, C-Sharp wäre vielleicht auch nochmal so ein schönes Beispiel, was man noch einfügen könnte. Und letzte Frage meinerseits, die SWL-Abhängigkeit kommt durch gRPC. Also warum brauchst du gerade die Die ehrliche Antwort auf die Frage, warum ich genau diese Version vom C++-Compiler brauchte, wo hatten wir es? Hier, damit das nochmal da in der README. Also warum muss ich das einführen? Die ehrliche Antwort ist, weil das nur dann funktioniert hat. Aufgrund im Prinzip der Protobuf-gRPC. Ja genau, wenn ich das im Prinzip mit dem Befehl hier, mit dem hier, kann man einmal sagen, entweder Build, wenn man das hier weglässt, der baut dann wirklich alles neu, was er runterlädt, was ich initial auch empfehlen würde und dann danach bloß noch Build Missing, also die neu dazugekommen sind. Wenn man das macht, dann war das, vorher stand halt hier das hier so drin, also ohne das C++11 und dann hatte der Linker einfach Probleme, die Sachen zusammenzubauen.
Da kann man sicherlich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen und vielleicht auch nochmal der Hinweis oder die herzliche Bitte, wer da mehr Ahnung von hat, helft mir gerne dabei, das auch noch ein bisschen besser zu erklären, dass die Leute das verstehen, warum das so ist. Also bei C++ ist es natürlich in der Tat auch so, die Standards, die dann neu dazukommen, man muss halt seine ganze Toolkette darauf dann auch entsprechend umstellen, weil sonst die Sachen nicht zusammenpassen. Also ich vermute mal, das findest du, wenn das tatsächlich der Fall ist, in irgendwelchen Readmes, was gRPC oder Photowolf angeht. Ja. Google setzt das schon eben allgemein bei ihren Projekten auf relativ aktuelle Technologie, bei Toolchains, die sie nicht selbst unter Kontrolle haben. Stichwort Golang. Ja. Also vielleicht nochmal der Hinweis hier, dass gerade die Kollegen von Google auch gerne da dann jeweils neuere Versionen davon nehmen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der erfahrene C++-Entwickler. Ich versuche aber auch in allen anderen Sprachen eigentlich immer so schnell wie es geht auf die neuesten Versionen zu migrieren, weil einfach die Erfahrung zeigt, wenn man damit wartet, hat man nach hinten raus mehr Arbeit und mehr Inkompatibilitäten. Muss dazu sagen, in den gemanagten Sprachen wie C# und Java sind so eine Pfade ein bisschen einfacher, weil der Bytecode halt einfach länger stabil ist. Während in Low-Level-Sprachen jede Änderung entsprechend sofort auch reflektiert werden muss, weil das eben am Ende mit der Hardware spricht, ne? Und dann ist das eben so, es hat eben Vor- und Nachteile, ne? Das ist auch ein schönes Beispiel an der Stelle. Aber wie gesagt, ich freue mich hier über Hinweise, die das besser erklären können als ich. Genau, der Hinweis aus dem Publikum zum statischen und dynamischen Linken, ja, das ist. Und an der Stelle kann ich es mir auch nicht verkneifen. In einem Vortrag von vorhin kam ja schon mal der Hinweis vom Linus Torvalds, warum er C++ für die Linux-Kernel-Entwicklung nicht haben will. Und inzwischen verstehe ich das. Der Kernel ist natürlich statisch gelegt, logisch. Ja, genau. Nee, der Einwand ist durchaus berechtigt, aber damit kämpfst du halt immer, wenn du solche Technologien wie Shared Objects, solche Anarchies in dem Fall einsetzt. Ja. Also wenn man die Welt gemanagter Sprachen verlässt, ist es in der Tat so, man muss sich mit den Unbilden rumschlagen, wie kommt was in den Arbeitsspeicher, wie passt das eben binärkompatibel, das ist eben so. Und wenn dann eben im Betriebssystem eine Bibliothek liegt, die eben bei was anderem kompiliert worden ist, dann passt das halt einfach nicht. Das deswegen halt auch die Google-Entscheidung, deswegen auch die Rust-Entscheidung, wir bauen grundsätzlich statisch klingende Binaries. Ja. Und der Punkt ist, ich meine, warum Shared Objects? Das geht halt auf eine Zeit zurück, wo Plattenplatz noch relativ teuer war. Ja. Sieht heute ein bisschen anders aus. Auf der anderen Seite, sonst sowas wie RipRap, die Binaries werden sehr schnell sehr groß. Genau, auch das vielleicht nochmal Hinweis jetzt für die Leute im Stream. Wenn man halt statisch alles zusammenbaut und alles statisch linkt, hat man den Vorteil, das ist ja ähnlich wie mit Docker, alles ist schön zusammengepackt, aber dafür werden die Binaries entsprechend auch groß. Ne? Und das ist, auch da ist es halt so, ich würde auch sagen, das hat Vor- und Nachteile. Ich meine, der Vorteil ist in der Tat, man hat alles zusammen. Der Nachteil ist, wenn man auf sehr kleinen Rechnern unterwegs ist, ist die Frage, ob es noch geht. Gerne, nächste Frage. Genau, jetzt kam auch der Hinweis aus dem Publikum. Ich wollte das vorhin bei dem anderen Vortrag tatsächlich auch fragen. Ne? Grab ist also ein bisschen über, was waren das, 160 Kilobyte groß und das statisch gelinkte Tool eben aus dem Rust-Bereich eben 4 Megabyte. Auf der anderen Seite, das ist ja heute kein Problem mehr und warum soll man sich das Leben halt schwer machen? Also wie gesagt, das hat, die wichtigste Frage in der Informatik ist immer wieder Vor- und Nachteile von Technologien kennen und reflektiert damit arbeiten. Und das ist hier bei gRPC und Protobuf eben genau der gleiche Anspruch. Wir haben hier noch eine Frage aus dem Internet. Gerne. Und zwar von GoWiesel. Der fragt, warum C++ und nicht Golang? In Kombi mit gRPC, gibt es da einen gezielten Nachteil oder nur weil Gewohnheit? Eine sehr gute Frage. Tatsächlich gibt es bei uns im Team eine heftige Debatte, was Go betrifft. Wir haben auch angefangen, ein bisschen mit Go zu programmieren. Und das ist im Prinzip so ähnlich wie die Frage, sollen wir Rust oder Go nehmen? Da haben wir, glaube ich, noch nicht wirklich eine abschließende Entscheidung getroffen. Warum C++? Wir arbeiten ziemlich viel, oder das mache ich auch privat ziemlich viel, mit so Tools wie FFmpeg, wenn es darum geht, Video- und Bildverarbeitung zu machen. Und das Ding ist halt einfach in C++ geschrieben. Und deswegen da ein bisschen einfacher einzubinden. Wenn man das zum Beispiel mit Python benutzt, ist da so ein Wrapper drum und dann wird das quasi als Kommandozeilen-Binary intern eigentlich aufgerufen und gar nicht wirklich eingebunden.
Und wenn man hier mit C++ unterwegs ist, kommt man da halt schon ran. Tatsächlich glaube ich aber auch, gerade die Entscheidung jetzt von den Linux-Kernel-Leuten eben nicht C++ zu nehmen, ich glaube, das ist so ein Fanal, das vermutlich entweder Go oder Rust oder vermutlich wird auch genug Platz für beide sein, eher den Platz einnehmen werden. Weil in der Tat mit Go habe ich auch schon ein bisschen angefangen zu programmieren, da bin ich noch nicht so weit gekommen, aber Go wäre vielleicht tatsächlich sogar auch, aber ich mag eigentlich Java lieber, deswegen erstmal Java und dann machen wir Go. Aber der Kollege kann gerne, wie gesagt, Pull-Requests sind gern gesehen, Open Source macht am meisten Spaß, wenn man es zusammen macht, ne? Insofern sehr gerne mich anschreiben, genau, ich heiße irgendwie Starbuck auf GitHub, von daher haut mich gerne an. Das wäre vielleicht halt auch nochmal als Abschluss für die nächste Kilox mal eine coole Sache, so ein Go versus Rust Battle. Genau. Cool. Jetzt wird es hier langsam dunkel. Ich kann euch fast nicht mehr sehen, weil ich im Rampenlicht sitze. Aber ich glaube, wenn da keine Fragen mehr sind. Ansonsten, ich sitze ja noch ein Weilchen rum für die vor Ort sind. Können wir gerne noch ein bisschen philosophieren über die Vor- und Nachteile. Und dann würde ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und schönes Wochenende.